Hallo Langen! Ich kann euch nicht hören! Seid ihr noch da? Einen herzlichen Applaus auch für unseren Ernesto. Ernesto ist seit Jahrzehnten auf der Straße für das Gute, das Schöne, das Wahre und Gute. Und er hat mich gerade daran erinnert, dass heute der 75. Jahrestag des Geburtstages von Che Guevara ist. 95. Jahrestag. Also, das heißt, Che Guevara, ein toller Revolutionär, der hat in seinem Leben viel Mist gebaut, aber immer hat er da sich für das Schöne und wahre Gute eingesetzt, und das soll uns daran erinnern, dass wir einen Marathon machen und wir nicht müde werden, genau dafür einzutreten. Und ich bin jetzt extra heute zurückgekommen. Ich wollte eigentlich noch ein paar Tage länger im Urlaub bleiben. Ich war in Kroatien, ich war bei einem der größten Salsa-Festivals dort in Istrien und war tanzen, und ich kann euch also versichern, von 3000 Salsa-Tänzerinnen und Salsa-Tänzern waren 3 maskiert. 3 von 3000. Und ich darf euch auch noch sagen, dass diese 3 Maskierten nicht ausgegrenzt wurden. Das heißt, mit denen wurde ganz normal auch getanzt, wie mit allen anderen. Das heißt, umgekehrt funktioniert's. Das heißt, wir grenzen nicht aus, die andere Seite tut es gerne mit uns, aber das soll uns nicht als Vorwand dienen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Weil nur dann haben wir eine gute Energie und nur dann können wir den Paul daran erinnern, was es heißt, ehrlich zu sein. Das ist wichtig. Ja. Und ich möchte euch gerne auch nochmal Danke sagen, dass ihr gekommen seid an einem Werktag, weil man muss an einem Werktag hier stehen vor diesem Institut, weil am Wochenende sind die sowieso alle weg. Und ich habe gerade eben erfahren, heute läuft gerade eben eine Live-Schalte mit den Tagesthemen. Das heißt, das Paul-Ehrlich-Institut ist jetzt gerade quasi dran, wieder mal dem Volk zu erklären, der Bevölkerung in diesem Land zu erklären, warum die Pandemie quasi da ist und was sie da tut, um uns zu schützen. Und deswegen ist so wichtig, dass wir diese Energie hier mit unseren Brüdern und Schwestern in dieser Bundesbehörde teilen, dass wir mit ihnen in den Dialog gehen. Und wir haben das ja probiert, ihr habt es mitbekommen. Ich habe mit dieser Versammlung heute relativ wenig mit der Orga zu tun gehabt. Eines habe ich gemacht, ich habe eine Pressemitteilung erstellt. Und die ging auch an die Presseabteilung von diesem Institut hinter mir. Und Antwort steht natürlich noch aus, gell? Aber ich werde natürlich immer mal wieder dran erinnern. Wir erwarten noch Antworten auf unsere Fragen. Und ich möchte euch gerne von diesen insgesamt 30 Fragen ein paar vorlesen. Wer kennt die Fragen schon? Hand hoch. Wer hat sie gelesen? Okay, nicht alle. Also ich bitte euch nochmal, abonniert unseren Kanal hier unten, querdenken_615. Bei Telegram oder im Internet sind die Pressemitteilungen auch immer bei uns veröffentlicht, damit ihr Bescheid wisst und auch diese Inhalte teilt mit euch, mit euren Brüdern und Schwestern, aber vor allem auch mit euren Amtsträgern, mit den Bürgermeistern, Landräten, die nicht wissen, was in dieser Behörde passiert und nicht passiert. Und deswegen ist so wichtig, dass ihr euch immer mal wieder Gehör verschafft bei euren Leuten in den Gemeinden, in den Städten, in den Kreistägen und so weiter, bei den Parteien. Und je mehr ihr quasi dort auch aktiv seid und Inhalte, gute Inhalte teilt, desto besser. Also möchte ich gerne mit euch ein paar wichtige dieser Fragen ans Paul-Ehrlich-Institut zelebrieren. Ich lese die Frage vor und dann möchte ich nach jeder Frage euren Applaus hören, weil die Antwort steht ja noch aus. Okay, seid ihr dabei? Also, erste Frage. Die gibt es übrigens auch auf Schildern. Die haben wir hier gedruckt, extra für heute. Liebes Paul-Ehrlich-Institut, für die größte Impfaktion Deutschlands hast du nach unserer Auffassung nicht eine ausreichend große Datenbank für Verdachtsfälle auf Impfreaktionen und Impfkomplikationen geschaffen. Warum ist das so? Liebes Paul-Ehrlich-Institut, wie hoch ist das Risiko bleibender Folgeschäden einer Covid-19-Erkrankung im Vergleich zum Risiko einer schwerwiegenden Impfkomplikation pro Altersgruppe? Sag uns das mal. Dritte Frage. Wie effektiv ist das Übertragungsrisiko nach sogenannter vollständiger Impfung minimiert?
Dann eine wichtige Frage ist, wie hoch ist die absolute Wirksamkeit der sogenannten Impfstoffe nach der aktuellen Studienlage? Die Menschen verstehen den Unterschied zwischen relativ und absolut nicht. Deswegen müssen sie immer mal wieder nach der absoluten Wirksamkeit fragen. Die wird nämlich immer unterschlagen, genau. Gibt es bei den sogenannten Impfstoffen Hinweise auf Toxizität einzelner Bestandteile oder aus der Kombination dieser Bestandteile? Dann, lieber Paul Ehrlich, noch eine Frage an dich. Sind ja eigentlich von allen, ich sag mal teilweise zugelassenen Impfstoffen, die Inhaltsstoffe bekannt und vor allem deren Zusammenwirkungen miteinander? Und dann ist noch die wichtige Frage, war zum Thema Datenbanken auch noch, gab es eine Aufforderung an dich, anderer Behörden oder des Gesundheitsministeriums von Karl Lauterbach, die Datenbank, also deine Datenbank, Paul Ehrlich, auf Verdachtsfälle und Impfreaktionen und Impfkomplikationen zu schließen? Dann noch eine Frage lautet, gibt es in den laufenden Zulassungsstudien der Hersteller Kontrollgruppen nicht geimpfter Menschen und werden diese Kontrollgruppen bis zum Ende der Studie beobachtet? Nächste Frage, wie kann unterschieden werden, ob die Covid-19-Erkrankung oder die sogenannte Impfung Ursache der sogenannten Long-Covid-Syndrome ist? Last but not least, welche Kenntnisse hast du, lieber Paul Ehrlich, beziehungsweise verschaffst du dir zu den Hinweisen auf eine dauerhafte Schwächung des menschlichen Immunsystems nach mehrfachen Impfungen? Ja, und ganz aktuell noch die Frage aus der Berliner Zeitung von gestern oder vorgestern. Liebes Paul-Ehrlich-Institut, du wurdest ja vor mehreren Wochen schon von mehreren Biochemikern gefragt nach den Impfstoffen von BioNTech. Und 5 Professoren haben dir dazu Fragen gestellt. Zu diesen Fragen siehst du dich nicht in der Lage, selbst Auskunft zu geben, sondern gibst die Fragen weiter an BioNTech. Ich frage mich, Paul Ehrlich, wofür haben wir dich? Also du lässt quasi die Fragen von demjenigen beantworten, der damit Milliarden scheffelt. Das ist eine Trauer, was wirklich aus unseren Institutionen gemacht worden. Und viele von der anderen Seite werfen uns Corona-Kritikern, Querdenkern oder so weiter, ja gerne vor, wir würden die demokratischen Institutionen schlecht machen, kaputt machen. In Wirklichkeit stellen wir uns schützend vor diese Institutionen und erinnern sie nur an ihren ureigensten Auftrag. Das dürfen wir nie vergessen. Wir sind nicht die Feinde, wir sind ihre Unterstützer, wir sind die Erinnerer, wir sind diejenigen, die das Miteinander suchen. Und deswegen, Paul Ehrlich, ist der Dialog so wichtig, gewaltfrei, aber bestimmt.